Hallo meine Freunde, ich bin immer noch im Tal der Skorpione. Hier ist Abo in Abo zockt. Und ich habe hier eine neue Nebenquest für euch aufgetan. Und die werden wir uns jetzt zu Gemüte führen. Viel Spaß. Wie kann ich hoffen, diese Biester zu besiegen? Vater kann mir viel befehlen, aber ich bin kein Krieger. Dein Vater will, dass du Skorpione jagst, Junge? Junge? Noch einer, der mich bevormunden will? Vergib mir. Ich bin es leid, es ihm erklären zu müssen. Er und seine Prüfungen. Ich will nicht seinen Weg gehen, Neb. Bayek. Du willst für dich selbst entscheiden. Erzähl von der Zeremonie, für die du dein Leben riskierst. Er glaubt, dass sie mich zum Mann macht. Dass ich lerne, Verantwortung zu tragen. Ihm geht es um Symbole. Stärke, Geborgenheit und Macht. Tja, nur Folklore und Ammenmärchen. Aber du willst dich ihm nicht widersetzen. Auch wenn du dich dafür opferst. Vielleicht könnte ich es für dich tun. Und was wäre ich dann? Ein Feigling? Ein Versager? Ah, klug. Solche Prüfungen sind nicht das Einzige, das dich zum Mann macht. Das würde ich meinen Sohn lehren. Bei Rehs Licht, du hast recht, Bayek. Ich warte nördlich von hier auf dich. So, sammle Blut eines goldenen Skorpions. Na ja, dann gehen wir mal in die Quest rein. Das ist definitiv... Da ist er. Gibt sogar ein legendäres Schild. Aha, da unten ist der goldene Skorpion. Ich hasse Skorpione. Dann drückt mir der Baum die Daumen, dass das ein First Try wird. Die Dinger sind echt verdammt schwer. Oh, der ist Level 50, ne? Das geht ja noch. Ins Gesicht. Das hat geklappt. Okay. Blut eines Skorpions. Ein deutliches Symbol der Stärke. Das war der erste Teil. Guck mal. Geschafft? Du hast das Blut? War es furchterregend? Im Kampf gegen einen schrecklichen Feind, nicht wissend, ob du lebst oder stirbst? Oh, du bist sehr wortgewandt. Findest du? Ich würde so gerne Schreiber werden. Weiß dein Vater davon? Der mächtige Krieger? Wäre es keine Schande, einen Schreiber als Erben zu haben? Er wünscht sich sicher vor allem einen guten Sohn. Wie lautet die nächste Prüfung? Das Symbol der Geborgenheit. Wir müssen ein Ankh aus den Höhlen der Tapferen stehlen. Kann man die Toten schänden, wenn man im Reich der Toten ist? Ich komme wieder, sobald ich es habe. Und die letzte Prüfung nenne ich dir am anderen Ende der Höhlen. Okay, Ankh geschaffen. Na dann. Blick auf die Karte. Ist... jetzt hätte ich es nicht geahnt. Da hinten. Ja, dann bin ich schon auf dem Weg dahin und wir sehen uns dann gleich wieder. So, meine Freunde, dann geht es jetzt in die Höhle der Tapferen. Ich rufe mal meinen kleinen Adler. Der hat hier schon noch was gefunden. Sehr wahrscheinlich den Eingang. Hier liegt auch eine ganze Festung drin. Ne? Das müssen wir auch nochmal angucken. Vielleicht muss man das ein oder andere Übel hier drin auch nochmal erledigen. Da ich hier noch nicht drin gewesen bin, sind hier auch noch die Bosse vorhanden, sozusagen. Die Kommandanten und die Schätze hier noch drin. Und da geht die Tür nach unten, das soll heißen Ka-Cheng. Ich reite jetzt einfach mal hin, gucken, ob ich jemanden treffe. Wow.
und lassen uns mal überraschen, was uns da unten... Oh, da sind zwei Schätze sogar. Oh, nice. Der Wind frischt auf. Und nimmt den Sand mit. Dieser Ort wird schwer bewacht. Ja, das sieht echt blöd aus. So. Dann brennt das schon mal ein bisschen. Guck mal, der tanzt. Süß. So, da haben wir schon mal zwei raus. Es ist gefährlich. So, man kann immer wieder, immer weniger sehen. Leben noch hier. Schade eigentlich, dass er mich nicht sofort gesehen hat. So viel, mach weiter! Gib mir mal Deckung! Oh. Nein. Da haben wir nicht gewettet. Nein. Was habe ich gesagt? So haben wir nicht gewettet. So. Lieblingsvogel beschäftigt. Zack. Weg. So, ein Schatz ist scheinbar da unten. Dann wollen wir uns erstmal hier diesem Problem hier unten widmen. Und Licht an. Oh. Alles mitnehmen, ne? Besonders darauf achten, weil es hier immer wieder was von diesen Kristallen gibt, die sind wichtig für uns. Okay. Ah, Ramses Gebet. Sehr schön. Ein altes Symbol des Lebens und des Schutzes. Ah, das Altsymbol, ich hab's gefunden. Ja, das muss ich jetzt zurückbringen und dann sehen wir mal weiter. Von daher würde ich sagen, ich melde mich, sobald ich es im System hier raus bin. Viel Spaß, euer Abo, bis nachher. So, ich bin jetzt bei Setna und übergebe das Ankh. So ein kleines Ding? War es schwer, es zu bekommen? Haben die Geister der Gefallenen geschrien und gekreischt? Ihre eisigen Finger um deinen Hals gelegt? Ah, du hast eine lebhafte Fantasie. Das ist sowohl Gnade als auch Fluch. Hm. Was passiert nach den Prüfungen? Ich stelle mich meinem Vater. Glaubst du, er wird mir zuhören? Sei stark und stolz. Er wird dich hören. Als letztes soll ich den Königsbart des Pharaos im großen Sandsee stehlen. Es soll aus dem Sand herausragen. Das Symbol der Macht ist der Bart? Ein Junge ist kein Junge mehr mit Haaren am Kinn. Ich treffe dich im Allerheiligsten von Hasiesse. Na dann, auf zur Rasur würde ich sagen. Bis gleich. So, ich bin jetzt kurz vorm Bart angekommen. Ui, und der Bart scheint zu gehen. Da bin ich ja mal gespannt. Dann werden wir den Bart mal umknastern. Er soll aus dem Sand herausragen. Dafür läuft er aber. Haben die Wächter des Schakals den Königsbart? Das heißt, die Stärke eines Mannes liegt in seinem Bart. Okay. Also, hier gibt es einen Tunnel. Da gehen wir jetzt erstmal rein. Und in diesem System scheint der Bart zu liegen. Das wäre cool. Der Bart. Was will Setnas Vater mit diesem Plunder? Wer weiß.
Na gut, okay. Da kommt ein Sandsturm. Ein Sturm kommt auf. Großer Ramses, Bewahrer der Harmonie und des Gleichgewichts. Mein Vater, deine Prüfungen sind bewältigt. Dein Wille erfüllt. Aber ich werde dir nicht folgen. Ich gehe meinen eigenen Weg. Dann geh mit Rey, mein Sohn. Du bist nicht der Löwe, der eine Armee von Schafen führt, Bayek. Aber ihr Schicksal wird in den Flammen geschmiedet, die du entzündet hast. Möge dir das Frieden bringen. Cool. Bam, Level 55. Ich bin Endlevel. Ich hab das gesehen. Der Schild sieht echt ganz nice aus. Gut, werde ich mal in Ruhe ausprobieren. Also, ich habe hier nichts mehr zu erledigen. In dieser toten Welt ist alles tot. War nur ein Spaß. Und das soll heißen, auch die Quests sind erledigt. Und dann sehen wir uns demnächst zur nächsten Quest in Assassin's Creed Origins. Und Avo sagt ciao, ciao, bis demnächst.